Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video schauen wir uns die wichtigste Form im Shaolin Kung Fu an. Kurz vorweg, Shaolin bedeutet an sich so viel wie kleiner Wald. Shao, klein, Lin, Wald. Es fehlt eigentlich noch ein Wort, und zwar das Wort Si, Kloster. Das Kloster im kleinen Wald. Shaolin ist der Ort, so sagt man, wo die Kampfkünste und Kampfsportarten ihren Ursprung haben und sich dann in Asien ausgebreitet haben und den Weg dann irgendwann auch in den Westen zu uns. Das macht natürlich sehr neugierig. Für mich als Kind, der mit 5 Jahren Kung-Fu gelernt hat, wollte irgendwie immer dorthin, ins ferne China, dort, wo alle Kung-Fu können, wo Kung-Fu herkommt. Und so ist es gekommen, dass ich nach meiner Schule nach China gereist bin, dort ein halbes Jahr lang gelebt und trainiert habe, direkt in der Region Shaolin, in der Schule Lao Tago, in der alten eben. Es gibt eine neuere in der Stadt Dengfeng daneben. Aber ich war in diesem alten Internat und habe dort ein halbes Jahr lang Kung-Fu trainiert und auch ein Stück weit gelebt. Die wichtigste Form, die erste Form, die wir dort gelernt haben, war die Wubu-Quan, die 5-Stände-Form. Ich habe dazu ein Buch mitgebracht. Das ist 1 von 5. Und das ist ein Lehrbuch, um alle klassischen Formen, so zumindest sind die ersten Bücher aufgebaut, lernt. Es gibt insgesamt 5, wie gesagt. Und in den weiteren Büchern findet man dann auch Partnerformen und auch Philosophie und chinesische Medizin Grundlagen. Das ist wie so ein Lehrplan, wenn man sich mit Shaolin Kung Fu nach Lao Tago Auffassung befasst. Und genau, wenn ich hier reingucke und mir die 5-Stände-Form angucke, ist wirklich jede Position ganz klar gezeigt und man kann wirklich von außen nach innen, also im Sinne von, ich gucke mir die Bewegung an, mache die Bewegung nach, kann ich dann lernen, was genau dort eben diese wichtigen Grundlagen sind. Und so wie das ein Lehrbuch ist, um die Form zu lernen, so ist auch die Form, hat ein Lehrbuch diesen Lehrcharakter, um die dahinterstehenden Konzepte und Anwendungsrichtungen aufzuzeigen. Indem man eine Form 1000-mal macht, so soll es sein, dass durch dieses praktische Üben entsteht die eigene Weisheit, die eigene Erkenntnis. Und so ist der Weg von Shaolin als klassischer äußerer Stil beginnend mit dieser Form. Und die wollen wir uns jetzt angucken. Eine Sache vorab, es gibt verschiedene Variationen und Interpretationen dieser Form. Das heißt, wenn du diese Form jetzt hier siehst und vielleicht in anderen YouTube-Videos oder in anderen Shaolin-Kung-Fu-Schulen siehst, kann es sein, dass bestimmte Techniken variieren. Es geht gleich los, nachdem man sich hier begrüßt bzw. die Form einleitet, geht es los mit der ersten Ready Position. Und allein die kann schon unterschiedlich aussehen, dass die Füße auseinandergehen, dass eine andere Armposition kommt. Das ist aber nicht so wichtig für das, wofür die 5-Stände-Form steht. 5-Stände-Form, Wu, Bu, Quan. Da geht es darum, die 5 Basisstände miteinander zu verbinden, koordinativ Schläge, Tritte, Abwehrtechniken richtig mit einzuflechten. Und wir gucken uns am besten die 5 Stände an und dann geht es direkt in die Form. Es geht los mit Ma Bu. Das ist dieser Stand. Gong Bu. Das ist dieser Stand. Dann Pu Bu, der 3. Stand. Der 4. Stand ist Xiebu und Nummer 5 ist Xuebu. Diese 5 Stände sollen die Wurzeln kräftigen, miteinander verbunden werden, Geschmeidigkeit, Koordination und ein Grundverständnis der Grundtechniken eben mit sich bringen. Schauen wir uns die Form an. Es geht los mit der Begrüßung. Hände gehen runter nach vorne und wir gucken nach links. Dann kommt das linke Knie hoch und die linke Hand. Blick nach rechts. Dann Pubu plus Abwehr. Dann nach vorne, Gongbu und rechter Schlag. Weiter geht's. Hinten kommt ein Tritt mit gestrecktem Fuß, gleichzeitig ein Schlag mit der linken Faust. Und wir setzen ab. Mabu, Abwehr, Faustschlag. Bis hierhin soll es gehen. Das ist die erste Hälfte der 5-Stände-Form. Gleich nochmal. Begrüßung, Hände gehen runter. Und das wäre die 1, Ready Position. 2, Knie hoch, Abwehr. Pubu, dann Gongbu, dann Tritt und Schlag, absetzen. Wir stehen hier.
eine Sache, wie tief und wie genau die Stände ausgeführt werden sollen. Da unterscheidet man zwischen traditionellem Shaolin Kung Fu und dem modernen Wushu-orientierten Kung Fu. Wushu meint damit nicht klassisch Kampfkunst, sondern mehr diesen Wettkampfsport. Und zwar, ich kann unterschiedlich tief stehen. Im modernen Wettkampfsport geht es darum, möglichst tief. Mabu parallel zum Boden. Gumbu, gleiches Spiel hier, möglichst tief, langes Bein. Pubu, möglichst tief, runter, Füße ganz auf den Boden. In dem traditionellen geht es gar nicht so sehr darum, genau diese äußere Form zu haben, sondern die qualitativ richtige Höhe für mich. Das heißt, da kann man abweichen. Da kann ich bei Mabu etwas höher stehen. Hat verschiedene andere Vorteile auch, dass ich in den Gelenken hier mehr Kurven drin habe und nicht so eine ganz dollen Knicke. Ja. Gongbu, gleiches Spiel. Etwas höher macht es leicht, sich weiter zu bewegen. Das andere sieht etwas, nach chinesischen Vorstellungen vielleicht, etwas ästhetisch aus. Man kann besser kontrollieren, ob diese Form eben stimmt. Also auch dort gibt es ein bisschen Spielraum. Ja. Zum Üben macht es manchmal Sinn, beides zu machen, um zu gucken, wo genau dazwischen kann ich mich einpegeln. Ein letztes Mal die Form. Hände runter und 1. Ellenbogen eng am Körper. 2. 3. 4. 5. Und 6. Gut. Das soll dazu reichen. Den nächsten Teil dazu gucken wir uns ja im nächsten Video an. Aber wozu wir Formen überhaupt in der Genauigkeit machen, das besprechen wir ganz kurz im Folgenden. Diese Formen sind an sich dafür da. Man könnte auch sagen, ich möchte einfach nur Schläge und Tritte machen. Das wäre eben eine Möglichkeit, das wäre wieder ein Bereich aus dem Kung Fu. Wenn wir uns die Formen angucken, wozu sind Formen da, ist die Form, sei es eine Einzeltechnik, sei es eine verbundene Technik, sei es eine ganze Form, wo wir mehrere Techniken aneinander setzen, ist das genau der Moment, da ist noch kein Gegner da. Ja? Ich habe Zeit, ich habe Ruhe, ich habe nur mich als eigene Norm, so gesehen, wenn ich alleine trainiere. Da kann ich es mir also erlauben, maximal sauber die Technik zu machen. Faust, Gelenke, Anspannung, Atmung, Stand, Ausrichtung, Vorstellung, all die Sachen, das kann ich mir Stück für Stück, je nachdem, wo ich auf meinem Trainingslevel bin, kann ich mir ganz genau angucken und der Stress von außen ist minimal. Ja? Und da versuche ich dann also eine maximale Sauberkeit und Genauigkeit in die Technik zu bringen. Denn je mehr Stress hinzukommt, desto ungenauer, desto unsauberer wird meine Technik. Aber wo ist der Startpunkt? Wenn ich jetzt einfach nur Schläge übe in die Luft und irgendwie das mache, jetzt kommt Stress dazu, dann wird meine Technik ab dem Punkt abnehmen, weil ich mich ja um ganz andere Sachen plötzlich kümmern muss. Ja, um den Partner, um den Gegner, um die Situation. Also nimmt dann Technik, Genauigkeit etc. ab. Und wir brauchen also einen Punkt, einen Ort im Training, wo wir maximal sauber die zu übenden Inhalte üben und trainieren. Und das ist eine Form. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir das üben, was auch dahinter steckt. Wie ich vorhin gesagt habe, das Buch zeigt uns die Form. Aber auch die Form ist wie ein Buch, ein Lehrbuch, was uns dahinter stehende Konzepte beibringt. Kung Fu, so wie ich es für mich verstehe, soll eine Sache sein, die mir im Jetzt ganz viel bringt und im Später ganz viel bringt. Ja, ich komme ursprünglich aus einem klassischen daoistischen Stil und würde immer noch sagen, dass das meine Hauptrichtung macht. Und Shaolin bettet sich da ein Stück weit mit ein. Also sowohl das Jetzt, der Weg, als auch das Ziel, beides ist gleichermaßen relevant. Und wenn ich eine Form übe in Ruhe, dann kann ich eben Aspekte mit reinbringen wie, okay, jetzt ist wichtig, später ist wichtig. Gesundheit jetzt, Gesundheit später. Wie kann ich jetzt die Form üben? Wie kann ich allgemein jetzt üben, sodass ich jetzt etwas davon habe, aber auch noch mit 80, mit 70, mit 60, mit 90, mit 100 ein Maß an Gesundheit an den Tag bringen kann, sodass ich ein glückliches, zufriedenes Leben führen kann. Also, wie brauche ich dann, also die Art und Weise, wie ich übe, es geht jetzt nicht mehr um das Was, sondern auch um das Wie und natürlich auch irgendwie um das Warum. Wenn ich das mache, kommt der Schwerpunkt hoch, kommt er runter.
Wie ist mein Anspruch darauf? Letzte Woche lief es richtig gut. Wie gut kann ich damit umgehen, dass es heute vielleicht nicht so gut oder ich das Gleichgewicht mal verloren habe? All diese Facetten spielen in das Formentraining mit ein. So, und als letztes eine Idee, die ich als didaktische Leitmethode bei mir in den Kursen mit reinnehme, ist, wie üben wir Formen? Und zwar kommt als erstes der Ablauf. Ich lerne erstmal von ganz grob nach fein den Ablauf. Dann gucke ich mir die technische Genauigkeit an. Dann gucke ich mir das Timing an zwischen Stand, Fuß, Handbewegung und Atmung. Und Dynamik ist dann der letzte Punkt. Es geht also nicht von Anfang an darum, dass ich möglichst einen kraftvollen Schlag oder einen Tritt machen möchte. Darum soll es nicht gehen. Das ist nämlich etwas, was von ganz alleine passiert, wenn ich den ordentlichen Ablauf mache, Technik sauber ausführen kann. Das Timing stimmt zwischen Hand und Fuß. Dass das passiert, die Hüfte mit dabei ist, das, wenn das kommt, ist Dynamik fast eine natürliche Konsequenz. Deswegen legen wir den Fokus als letztes da. Ja, als kleine didaktische Hilfe vielleicht für dich, wenn du Formen übst, erstmal ganz entspannt den Ablauf. Der Rest kommt danach. Und im nächsten Video gucken wir uns dann den zweiten Teil der Form mit ein paar weiteren Hintergrundgedanken zum Thema Form, Shaolin